So, Hallöchen Leute, es ist heute Heiligabend und morgen Weihnachten und in der Woche ist das Jahr zu Ende. So, dann habe ich mir etwas Spezielles ausgedacht für euch und zwar mein erstes Gewinnspiel hier. Und zwar möchte ich allen meinen Abonnenten bedanken, die mich bis jetzt unterstützt haben, fleißig Kommentare geschrieben haben und mir sonst noch geholfen haben. Denn ohne euch hätte ich nie Videos gemacht und es macht mir jetzt einfach immer noch Spaß, weil ich sehe, es gibt immer noch Leute, die mich schauen und Kommentare da lassen, nette Kommentare. Und also es freut mich echt, Videos zu machen, die euch gefallen. Und ich habe mir jetzt extra etwas überlegt, dass ich hier ein Gewinnspiel mache und zwar aus dem aktuellen Gaming-Bereich, aus dem Retro-Gaming-Bereich, ihr seht es ja schon, und ein Manga-Bereich-Gewinnspiel. Und also ich werde es jetzt so machen, ihr könnt zwei davon aussuchen und da mitmachen. Und ihr müsst eine Priorität setzen, sprich, weil ich möchte das so machen, dass niemand zwei Sachen gewinnen kann, weil das finde ich ein bisschen mies. Und also ihr wählt auch noch zwei Sachen, ihr sagt, ich bin jetzt zum Beispiel, du möchtest, also ich priorisiere das Mario Kart 7 Wheelie für den 3DS und das Manga Set als Priorität 2. Das bedeutet, wenn du beides gewinnen solltest, dann bekommst du halt nur das von Mario Kart 7, weil du das halt priorisiert hast. Also das würde ich es so handhaben. Und das wäre halt super, wenn das gut klappen würde. Und also sehen wir uns erstmal die Preise genauer an. Jeder bekommt solche zwei Stickers von. Der erste ist von Elfenlied, das ist Lucy. Und der andere ist aus Bakemonogatari, das Katzenmädchen. Und das bekommt jeder. Das habe ich einfach so als Sticker hinzugefügt. Vielleicht habt ihr sie gern, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht was Cooles. Fangen wir doch direkt mal mit dem aktuellen Gaming-Gewinnspiel an. Und zwar ist das für den 3DS ein Wheel. Ich habe das auch, also das ist einfach ein doppeltes, das ich hier halt zum Verkauf, verkaufen, meine Güte, zum Ver, dass ihr das gewinnen könnt. Hier gibt es drin eben das Lenkrad. Und so ein Armband-Dingens hier, das gibt es auch auf der Kamera, das Ding hier, dass das nicht aus der Hand fällt. Also, das ist schon mal das einzige Gewinnspiel. Also, das finde ich super cool. Das liegt auch sehr gut in der Hand. Also, ich benutze es auch zum Normalzocken mit dem 3DS. Egal, auch andere Spiele, weil es besser in der Hand liegt, weil ich habe den alten, das ist für den alten DS und dann liegt es dann auch besser in der Hand. Also, das hier wäre schon mal das. Dann haben wir noch ein Retro-Gewinnspiel. Ihr seht schon, Pokémon Blau, es funktioniert noch. Und, also was heißt, es funktioniert? Ich habe es natürlich getestet und es ist noch in einem recht passablen Zustand, natürlich ohne Schachtel, weil ich es halt nur noch so habe, dieses hier, dieses Exemplar. Und ihr seht, das ist gut erhalten und es ist auch eine deutsche Version. Also der das bekommt, also das ist eigentlich, also meiner Meinung nach, der beste Preis, weil mit dem hat man am meisten Spielspaß, mit dem erlebt man noch Pokémon-Geschichte der ersten Generation. Also das hier ist sicher ein guter Preis. Den würde ich sogar auch auswählen, wenn ich es nicht schon hätte. dann haben wir hier noch beim Manga-Gewinnspiel noch so zwei Karten. Also sind nicht Postkarten, sind nämlich beidseitig bedruckt von Horo. Und das ist aus To Love Through Darkness, lass mich nicht. Und das ist aus Vampire Knight. Und das ist aus Blackrock Shooter. Das ist, ja. Dann haben wir noch einen Manga. Leider nicht der erste Band, aber Band 3 dafür noch eingeschweißt. Manhole Band 3. Kann euch vielleicht hier lesen, um was es geht. Im Fall der filiären Infektion wird endlich der wahre Täter ermittelt. Okay, kann ich euch auch erklären. Es geht dann noch um so eine Infektion, die halt ja, Tote verursacht oder Virus kann man sagen. Und da sind halt Ermittler auf der Spur. Und das ist halt der dritte Band, aber. Ja, man kann sich ja dann die anderen Sachen nachkaufen, also wenn es einem gefällt. Also, das ist auf jeden Fall das Manga-Gewinnspiel, das hier das Retro-Gewinnspiel und das ist das aktuelle Game-Gewinnspiel. So, und ihr könnt jetzt entscheiden, bei welchen zwei ihr mitmachen wollt. Ich priorisiere natürlich das hier, weil das mit Pokémon würde ich persönlich, also, das ist wirklich das geilste Gewinnspiel, finde ich. Das ist natürlich auch cool und das auch, aber wie gesagt, macht mit bei zwei, bei denen ihr das wollt und, ja, dann wird das aufgelöst, wird das erst im 2014, also erst im neuen Jahr. Sprich, ihr habt heute vom 24. Dezember, habt ihr Zeit bis zum 2. Januar, bis zum 2. Januar um 23:59 Uhr.
23. Januar, 2. Januar, 23.59 Uhr. Ab dann werde ich die Auflösung machen und werde ich das dann die Tage bekannt geben. Also sprich, bis dahin könnt ihr mitmachen und natürlich, was müsst ihr, also was sind die Voraussetzungen zum Mitmachen? Das ist natürlich ein Gewinnspiel für meine Abonnenten, die mir treu geblieben sind oder auch treu sind oder noch treu werden. Also sprich, ihr müsst Abonnent sein. Das Video müsst ihr natürlich nicht liken oder favorisieren oder sonstig irgendwas teilen. Das ist alles Bullshit. Nee, aber Spaß beiseite. Aber ich finde es einfach unnötig. Ich finde einfach, ihr sollt ein Abonnent von mir sein. Meine Videos halt schauen. Und also das reicht mir ja dann schon eigentlich. Wenn ihr noch Lust dazu habt oder auch eure Zeit findet, könnt ihr mir auch vielleicht konstruktive irgendwie Kritik da lassen unter diesem Video und mir sagen, ja, was könnte ich besser machen, was findet ihr gut, wie es jetzt ist, was sollte ich beibehalten oder was auch immer, oder was sollte ich neu machen oder was sollte ich anderes machen. Wenn ihr das macht, dann ist es auch okay, finde ich auch sehr cool, aber hat nichts damit zu tun, ob ihr dann da bevorzugt werdet oder nicht, weil es wird dann völlig Zufallsprinzip, wer oder was gewinnt. Was natürlich nicht sein darf, ist, ihr spammt hier den ganzen Dings durch, weil natürlich mehr Kommentare bringt nichts, weil jeder kommt einmal ins Gewinnspiel, also einmal in den Lostopf und alles andere bringt nichts. Ja, das war's dann eigentlich schon und Voraussetzung nochmal ist, ihr müsst natürlich noch in Europa wohnen, weil sonst wird hier das Porto für mich der Overkill. Also ihr müsst in Europa wohnen, ist mir egal eigentlich wo, ich schick's aus der Schweiz raus, also ist mir egal wo ihr wohnt, ich schick's einfach nur in Europa, vielleicht Ausnahmefälle, aber ich denke mal, ich kenne, also niemand meiner Abonnenten wohnt jetzt irgendwo in keine Ahnung wo oder was auch immer. Aber ich denke mal, das sollte hier nicht das Problem sein. Ich wollte nur einfach diese Frage klären, dass ich das überall nach Europa hinschicke. Und in dem Fall einfach, schreibt in die Kommentare, was ihr wollt, priorisieren wichtig, schreibt eine 1 und dann schreibt ihr zum Beispiel das Retro Gewinnspiel und schreibt eine 2 zum Beispiel für das Manga-Gewinnspiel und dann eben, also hier wäre das Retro-Gewinnspiel, Manga-Gewinnspiel und Game-Gewinnspiel, also das heißt Retro und das Game, okay? Das macht es dann für mich einfach einfacher zum das Auswerten und eben, wenn ihr irgendwelche Kritik-Sachen da habt, könnt ihr das auch da lassen. Also, ich hoffe euch, das Ganze gefällt euch und auch wenn ja, könnt ihr gerne das Video bewerten oder mir auch eben Kritik geben, das würde mir sehr gefallen und also ich bin ja allgemein nicht so der Fan von Gewinnspielen, aber ich habe mir gedacht, ich bin jetzt schon 2 Jahre auf YouTube fast und ich habe so viele Abonnenten jetzt, über 400 irgendwas und ich habe mir gedacht, ja komm, ich mach da mal was zu Weihnachten direkt, so ein, also Heiligabend, also ist ja der 24. hier heute und ja, also ich hoffe es gefällt euch und ich wünsche euch allen viel Glück. Und eben, also jeder darf einen Preis bekommen, nicht jemand 2 Preise, weil das finde ich ein bisschen öde. Also, dann wünsche ich euch frohe Festtage, guten Rutsch ins neue Jahr und feiert schön mit eurer Familie. Tschö, Leute!